Hallo ihr lieben Unboxing- und Review-Fans da draußen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Review meinerseits hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich mal wieder was Schickes für euch mitgenommen, sage ich jetzt einfach mal. Nämlich hier das Samsung Galaxy A5 2016. Warum steht da nur eine 6? Also ich finde es cooler, wenn da eine 1 und eine 6 steht. Aber hat was. Da fangen wir trotzdem mit dem Karton an, denn wie immer bei einem Review fange ich trotzdem mit einem Unboxing an. Weshalb ich das auch immer in den Titel schreibe, also wer sich jetzt wundert da draußen. So, wir haben hier auf dieser Seite in irgendeiner gewissen Sprache irgendwas stehen. Print SIM Card Only. Was das bedeutet, weiß ja jeder. Das hatten wir auch schon bei unserem S3 Neo. Wo stand denn das hier? Da, europäisches Modell. Ja, die Kamera hat heute auf jeden Fall gar keinen Bock. Europäisches Modell. Und hier steht auch irgendwo European SIM Card Only da. European SIM Card Only steht da auch. Bedeutet, dass ihr da eben mit eurer Karte tatsächlich nur in Europa telefonieren könnt sozusagen. Aber das kann man ganz leicht entsperren, indem ihr mit dieser SIM-Karte 3 Minuten hier in Europa telefoniert. Dann könnt ihr damit auch, glaube ich, woanders da per Roomion telefonieren, glaube ich. So war das irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau. Beim S3 Neo wusste ich es noch. Ich denke es mal zu. Haben wir hier Color Black. Bedeutet ein schwarzes Gerät in einer weißen Verpackung. Nicht irritieren lassen. Beim S3 Neo war es genauso. S4. Beim S5 ist eben so holzfarben war. Es ist eben hier weiß. Das war's. Dann haben wir hier 13 MP OIS. 5 Megapixel. 13 Megapixel Frontkamera. Backkamera. 5 Megapixel Front. Fingerscanner, ja, hier, S5-like, da stand es aber nicht so ausführlich drauf. Dann Fast Charging, also dass ihr das in 30 Minuten zur Hälfte aufladen könnt. Kennt ihr vom S6 und S7 schon, schätze ich mal. Wir haben hier 4G LTE, 64-Bit Octa-Core-Prozessor, 5,2 FHDS AMOLED, also Full HD Super AMOLED Display, 13 Megapixel Backkamera, 5 Megapixel Frontkamera hatten wir schon und 16 GB Memory. Also ihr habt hier 16 GB auf diesem Gerät. Das ist ein bisschen weniger wie beim S6 und S7 ihr als Standardversion bekommt. Da habt ihr 32. Aber hier habt ihr letzten Endes auch nur 10,6 GB frei. Reicht eigentlich aus, weil ihr hier noch auf 128 GB aufsteigen könnt. Mit einer Micro-SD-Karte. Ansonsten steht hier irgendwas anderes. Available Memory Capacity. Is subject to preloaded software. Ja, okay. Ich glaube, das lassen wir. Dann haben wir hier Symbole. Symbole. Das kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Das gibt es, glaube ich, schon seit S4, glaube ich. Ja, wir haben hier auch wieder Nox. Was das bedeutet, erkläre ich, glaube ich, später im Review nochmal direkt. Das war's eigentlich. Hier vorne, wie gesagt, Standard graue Schrift. Hier war es normal schwarz. Finde ich tatsächlich hier eigentlich auch ein bisschen cooler. Grau und hier noch heller, grauer. Alles klar. 6 für 2016, weil wir hier das 2016er Modell haben eben. Und ja, an sich finde ich die Verpackung sogar größer, jetzt rein optisch, wie die des S5s. Ist sie tatsächlich auch. Warum? Das finde ich gleich heraus, weil die beiden ja eigentlich gleich groß sind. Das hat 5,1 Zoll, das 5,2. Also sogar größer als ein S5, aber halt auch nur 0,1 Zoll. Aber, dass das dann so einen Unterschied macht, wie groß diese Verpackung ist, Leute, hier, S4. Hallo? Finde ich tatsächlich ziemlich cool, so eine fette Verpackung. Ich meine, die spricht einen dann schon gleich an, aber wollen wir nicht lang rumreden und das Ding gleich mal öffnen. Es ist hier keine Schleichwerbung für Schweizer Taschenmesser, ne? Ich habe hier nur gerade kein anderes. So, dann machen wir doch mal das gute Stück auf. Wir haben es endlich geschafft und kommt es zum Vorschein. Ah! Gottes Willen, es dauert ja ewig. Scheiße, Leute, es ist offen. Sollen wir es wagen? Oder sollen wir den Karton hier öffnen? Ich glaube schon, oder? Tada! Das ist ein bisschen verrückt, aber ich glaube, das nehmen wir erstmal zur Seite, das Prachtstück. Widmen uns dem da drunter, wie immer. Aber ich muss schon sagen, der Akku ist ja hier schon drin, ist ja verklebt. Das Ding ist schon, ja, schön leicht, würde ich sagen. Gefällt mir, es ist echt nicht schlecht. So, wir haben jetzt hier, das packe ich mal auch zur Seite.
So, wir haben hier einmal für die SIM-Karten und Micro-SD-Karte diese Hilfe, um dieses kleine Schächtchen hier zu öffnen mit diesem Teil. Weil ich glaube, mit dem Fingernagel könnte man das auf jeden Fall nicht auf, wie ihr seht. Deswegen ist da auch so ein Punkt. Ist eigentlich alles selbsterklärend, aber ich erkläre es halt trotzdem, weil es macht mir Spaß, genau. Dann haben wir natürlich super viel Zeug zum Durchlesen, genau, zum Lesen, ja. Dann haben wir hier eine Supercharge-Adapter, das USB-Kabel. Wir haben hier leider keinen Typ C, sondern einfach nur Micro-USB zu USB. Steckt man da natürlich da rein, ist ja logisch. Dann haben wir hier noch wunderbare, normale In-Ear-Kopfhörer. Samsung typisch, hat sich jetzt nichts verändert, glaube ich. Die S7-Kopfhörer sind es, glaube ich, nicht. Sind normal. Genau. Und dann ist der Karton auch schon leer. Weg, weg, weg. So. Aber wir widmen uns trotzdem nochmal dem Inhalt des Kartons, den ich jetzt hier mal schön auflisten werde. Fast Charging Adapter. In-Air-Kopfhörer. USB-Kabel zum Aufladen und zum Datentransfer. Handbuch und wichtiges zum Lesen natürlich. Und die Box. Und das Gerät natürlich. Und den widmen wir uns gleich. Galaxy A5 2016 kommt sehr elegant daher. Es ähnelt natürlich stark den Flaggschiffmodellen S6 und S7, aber das macht den Käufern dieses Geräts wahrscheinlich nichts, denn für aktuell 270 Euro und dem Design eines S7 kommt es wirklich gut an. Auch die Idee, die Rückseite aus Glas zu gestalten, hat Samsung hier übernommen. Beide Gläser, also Front- und Hinterglas, sind aus Gorilla Glass 4, also kratzfest. Das Display hat 5,2 Zoll und bietet dank der Full HD Super AMOLED Technologie eine Auflösung von 1920x1080 Pixel. Neben der Android 6.0 Marshmallow-Oberfläche, die es aktuell als Update für das A5 2016 gibt, enthält es ebenfalls Standard-Apps wie F-Health oder Microsoft Office-Produkte. In den Benchmarks schloss es dementsprechend Mittelklassik ab. 43.612 Punkte ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht wirklich perfekt. Aber für aktuell 270 Euro finde ich das durchaus in Ordnung. Zudem 43.612 Punkte bei diesem Octa-Core nicht wirklich spürbar sind im positiven Sinn. Natürlich gibt es hier auch den Ultra-Energiesparmodus, bei dem sich diverse Apps im Extrem-Stromsparmodus noch starten lassen. Natürlich ist dieser Modus nicht wirklich ratsam, da man hier nicht arg viel machen kann. Wie ihr seht, kann man außer Memos schreiben, telefonieren und im Internet surfen in Graustufen nicht wirklich viel machen. Diese ist allerdings auch nur dafür gedacht, wenn man zum Beispiel unterwegs ist und gerade nur noch 10% Akku hat und wichtige Telefonate tätigen muss. Dafür ist die Funktion dahinter aber auch wirklich top gelungen. Mit diesem Ultra-Energiesparmodus spart man tatsächlich die ein oder anderen Akkuprozent, die einem vielleicht gefehlt hätten für ein wichtiges Telefonat. Wenn man bei A5 2016 nach links scrollt auf dem Startbildschirm, kommt man in die bekannte Nachrichtenoberfläche, nenne ich sie jetzt mal. Hier stehen die aktuellen News aufgelistet, ob man das jetzt braucht oder nicht. Natürlich hat das A5 2016 auch einen Fingerprint-Scanner, der tatsächlich reibungslos funktioniert. Wie ihr seht, ging das so rasch. In der Zeitlupe sieht man nochmal, wie rasch das funktioniert hat. Finger drauf und schon ist man drin, das sind Sekunden, die da vergangen sind. Auch die Kamera hat sich auf das S6 und das S7 angepasst, denn auch hier gibt es jetzt den Pro-Modus.
Der Pro-Modus ist natürlich für die erfahrenen Kamera-Experten gedacht, aber natürlich kann der auch von Einsteigern genutzt werden. Aber man kann wenigstens die automatischen Funktionen, die das Handy sonst im Hintergrund macht, manuell einstellen. Manchmal hilft das tatsächlich auch, wenn das Handy zum Beispiel im Automodus nicht das perfekte Foto erzielt oder nicht die perfekte ISO-Einstellung wählt. Neben den Standardoptionen wie Auflösung ändern oder Messmodi variieren, gibt die neue Kamera-App leider nicht mehr her. Das A5-2016 hat jetzt eine Blende von f1,9, die es tatsächlich auch ermöglicht, in der Abenddämmerung gute Fotos zu machen. Hier ein paar Beispielfotos und Videos, die ich mit dem A5-2016 bei Tageslicht aufgenommen habe. Das Gerät kommt mit dem neuen Exynos 7580 daher. Mit 8x1,6 GHz. Diese reicht natürlich auch für diverse 3D-Spiele, die auch etwas beanspruchen sind, wie zum Beispiel Asphalt 8 oder auch für diverse Videobearbeitungs-Apps. Also natürlich kann er jetzt nicht so viel leisten, aber für die Mittelklasse-Anwender reicht er auf jeden Fall locker. Auch draußen, wenn man unterwegs ist, kann einem der Akku durchaus behilflich sein. Mit seinen 2900 mAh reicht er einen ganzen Tag bei durchschnittlicher Nutzung. Bedeutet Facebook, Instagram, Twitter oder ähnliches und ein paar Fotos wären auch noch mit drin. Aufgeladen mit dem Fast Charging Adapter ist er in einer knapp eine Stunde voll, wenn nicht sogar weniger. Abschließend kann man sagen, das Galaxy A5 2016 ist tatsächlich ein Ersatz für ein Flaggschiff wie das S6 oder das S7. Hier ist ja nochmal gesagt, natürlich ist es eher ein Designersatz als ein Leistungsersatz. Denn bei einem Preis von 270 Euro kann man natürlich keinen wirklichen 1:1 Ersatz für ein Flaggschiff erwarten. Aber sein Job als Mittelklassegerät macht das A5 2016 hier tatsächlich auch ziemlich gut. Es sieht hochwertig aus, es fühlt sich hochwertig an, seine Komponenten sind hochwertig und alles in allem hat es eigentlich einen guten Leistungsdurchschnitt. Für Leute, die jetzt nicht unbedingt 500 Euro für ein S7 ausgeben wollen, weil sie die Glasrückseite toll finden oder die Kamera, die könnten tatsächlich auch auf solch ein A5-2016 zurückgreifen. Das Einzige, was hier anfällig wäre, ist die Glasrückseite. Natürlich sieht man auch hier Unmengen an Fingerabdrücken, was eigentlich nicht so schlimm ist, denn die meisten Leute haben da sowieso eine Hülle drum.